Wir stehen hier unten am Lahnufer in Villmar an der König-Konrad-Halle und sehen hier im Hintergrund das inzwischen abnehmende Hochwasser. Daran erkenntlich, dass das Wehr allmählich wieder sichtbar wird. Das war ja komplett überspült und gar nicht mehr wahrzunehmen. Hier vor uns die sogenannte Müllerinsel. Hier war historisch der Standort der Villmarer Mühle und die war auch komplett überspült. Das Wasser war schätzungsweise noch ein Dreiviertelmeter höher. Aber das ist, sage ich mal, ein normales Winterhochwasser, wie es alle paar Jahre mal vorkommt. Gewisse Beeinträchtigungen natürlich mit sich bringt, aber kein wirklich großes Schadhochwasser. Solche Hochwasser hat es natürlich immer wieder gegeben und das letzte große Hochwasser war 1984. Und das war am 8. Februar. Ähnliche Wetterlage, Schneeschmelze vereint mit starken Regenfällen. Und da stieg das Wasser etwa bis zur Höhe hier von dem Geländer. Und wenn man das in der Höhe verfolgt, reicht das bis zur zweitletzten Stufe von der König-Konrad-Halle. Und die König-Konrad-Halle, die wurde zur Insel. Aber Gott sei Dank reichte das Wasser nur, in Anführungsstrichen nur bis zur zweitobersten Stufe hier. Die Halle selber wurde dann nicht geflutet. Hier sehen wir nochmal zur Veranschaulichung die Treppe vor der König-Konrad-Halle. Und ich hätte damals 1984 also jetzt hier bis zum Bauch im Wasser gestanden. Die König-Konrad-Halle war gerade gebaut, ne? Die war im Oktober 1983 eröffnet, also gerade mal ein halbes Jahr hier in Nutzung. Und dann kam die große Bewährungsprobe mit dem Hochwasser. Aber auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es gab in der Geschichte noch schlimmere Hochwässer. Es wird aus dem Jahr 1643 berichtet, das Wasser habe ellenhoch über dem Dach der Mühle gestanden. Und wenn man sich das vorstellt, naja, dann wäre die König-Konrad-Halle komplett bis übers Dach überflutet worden, wenn sich so ein, man könnte sagen, Jahrtausend-Hochwasser wiederholen würde. Also wir sehen hier das sogenannte Turbinenhaus, das ist das einzige Relikt von den nassauischen Marmorwerken, die hier gestanden haben. Und es steht am Standort der historischen Villmarer Mühle. Hier entstanden im späten 19. Jahrhundert die nassauischen Marmorwerke. Und die haben die Wasserkraft genutzt, um ihre Maschinen anzutreiben. Und späterhin wurde das sogar elektrifiziert. Und diese Anlage, der Generator, der ist bis heute im Betrieb. Die Marmorwerke sind komplett verschwunden, die waren ja wirklich ortsbildprägend, aber der Generator ist bis heute im Einsatz und erzeugt elektrische Energie und eben auch einen Beitrag zu sauberer Energie. Hier auf dem Ortsplan vom historischen Flecken Villmar sieht man nochmal die Situation, wie die Lahn hier im Bogen fließt und das Wehr und der Standort der Mühle, heute das Turbinenhaus, die sogenannte Müllerinsel hier und den Kanal, der dahin durchführt. Ja, die Schleuse ist auch interessant, weil die Schleuse in den 1840er Jahren gebaut wurde und man hat wirklich einen Durchstich teilweise durch den Felsen bauen müssen für diesen Schleusenkanal. Und unterhalb des Wehres war ursprünglich eine große Insel in der Lahn, die ist dann im Zuge der Lahnkanalisierung ausgebaggert und entfernt worden. Ja, wir stehen hier unterhalb der Burg Runkel am Burgfelsen vor den Hochwassermarkierungen. Ja, im Laufe der Geschichte gab es also immer wieder bedeutende Hochwässer. Eben haben wir ja über 1984 gesprochen, das sehen wir hier. Also das ist so bis hier die Höhe gewesen, das war im Februar. Im gleichen Jahr gab es noch ein zweites Hochwasser, das war dann später im Frühjahr, das war nicht ganz so schlimm, das war also hier, hätte mir bis zum Knie gereicht. Aber wie schon erwähnt, es gab 1643, Anfang Januar, genau vor 375 Jahren. Und da kann ich gar nicht hinlangen, das ist also da oben, die 1643. Also wäre ich hier komplett zum Taucher geworden. Ja, und dieses Ereignis 1643, das hat sich natürlich auch in den Chroniken niedergeschlagen. Und ich möchte mal erzählen, was der Villmarer Chronist im Villmarer Taufbuch aufgeschrieben hat. Da schreibt er: Am Anfang dieses Jahres kam es infolge anhaltender Regenfälle und der Schneeschmelze in dieser Gegend zu einer solchen Überschwemmung und Wasserüberflutung durch die Lahn, wie man sich seit Menschengedenken nicht erinnern kann, auch in keiner Chronik zu finden ist. Das Wasser ist hier, das war so in Villmar, hoch über das Mühlendach gegangen. Die Ölmühle unterhalb der Mühle und Johann Schlags Bierhaus sind hinweggetrieben. Die Lahnbrücken außer der Limburger, die jedoch auch nicht unbeschädigt geblieben ist, sind allenthalben zerstört. Ebenso viele Häuser, Scheunen und Mühlen.
In Arfurt das Fährmanns-Peters-Haus, in Aumenau 5 Häuser, zu Runkel sind Brücke und Mühle zerstört, ebenso Häuser und Scheunen, die im Tal standen. Zu Dietz war der Brückenpförtner noch auf dem Brückenturm gewesen, niemand hat ihm helfen können und so ist er elendiglich umgekommen. Von Limburg hat man Schiff und Nachen auf Wagen nach Dietz gebracht und ist mit ihnen den Leuten in den Häusern zu Hilfe gekommen. Dietz hat ganz und gar im Wasser gestanden, bis an die zweiten Gebühren oder Speicher. Kurz, der angerichtete Schaden ist nicht zu ermessen, noch lässt sich sagen, welches Elend dieses Heimatgebiet herrschte. Man muss dazu sagen, 1643, das war gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges. Die Gegend hatte schon genug unter dem Krieg zu leiden, dann kam noch ein solches verheerendes Unwetter hinzu. Ja, die spannende Frage ist natürlich, geht's noch höher? Ja, und in der Tat, es gab ein Hochwasser, das man wirklich als ein Jahrtausendhochwasser bezeichnen kann, das den gesamten mitteleuropäischen Raum getroffen hat im Jahr 1342, das sogenannte Magdalenenhochwasser. Und es ist noch ein Unterschied. Bisher habe ich ja nur über Winterhochwasser gesprochen, mit Regen und Schneeschmelze. Hier haben wir ein sommerliches Hochwasser vor uns, wie es zum Beispiel 1997 die Oder getroffen hat oder 2002 oder 2013 die Elbe. Und das ist immer mit einer bestimmten Wetterlage verbunden. Das nennen die Meteorologen die 5B. Das sind so durchnummeriert die Zugstraßen der Tiefdruckgebiete. Da kommt ein Tief von der Adria nach Norden, östlich der Alpen, und bringt sehr feuchte und warme Luft mit. Und die trifft dann auf die kälteren Luftmassen. Und die feuchte Luft regnet sich ab, das Tief dreht sich fast auf der Stelle über mehrere Tage hinweg und es regnet ohne Unterlass. Wie schlimm das werden kann, hat man ja vor einigen Jahren erleben dürfen, Elbe-Hochwasser. Aber es geht noch schlimmer. Eben in dem Jahr 1342, um den St. Magdalenentag, 22. Juli, hat es tagelang geregnet, von der Donauregion über den Main bis an die Nordseeküste. Und allein in der Donauregion gab es 6000 Todesopfer. Es war eine große Verheerung, was die Bodenerosion angeht. In der einen Woche ist etwa so viel Boden weggeschwemmt worden wie in 500 Jahren. Und in Limburg wird es auch berichtet, hier hat es nicht so stark geregnet, aber das Wasser kam von der oberen Lahn aus der Gegend Marburg hier herunter. Und da heißt es in der Limburger Chronik des Thielemann, da war eine große Flut und Wasser auf Erden, dass großer unsäglicher Jammer und Schaden geschah von der Flut. Und das heißt, dass in Limburg in der Stadt man mit Booten über die Dächer der Schuppen fahren konnte. Und da ist auch eine Hochwassermarkierung in Limburg, ähnlich wie hier in Runkel. Und da ist das auch eingetragen, die Höhe des Hochwassers. Und man müsste sich vorstellen, so etwa am Ende des Pegels hier in Runkel, oben drüber, da wäre dann das Niveau des Lahnpegels gewesen, 1342.